Hallo, hier ist euer Zwirni. In diesem Video zeige ich euch, wie man einen Beitrag für den Stoff4U-Fotoblog einreicht und somit auch am Stoff4U-Foto-Wettbewerb teilnimmt. Ihr habt etwas bei Stoff4U bestellt und daraus etwas Schönes gefertigt? Dann zeigt es der Welt! Am besten besucht ihr dann die Seite stoff4u.de/fotowettbewerb. Den Link findet ihr auch ganz unten auf der Stoff4U-Seite. Hier sind auch nochmal alle wichtigen Infos aufgeführt. Dann macht ihr daheim ein Bild von eurer Kreation. Keine Sorge, das muss nicht professionell sein. Ein einfaches Handybild genügt auch. Das Bild benennt ihr dann am besten um, in euren Namen und den Stoff, den ihr dafür benutzt habt. Dann schickt ihr eine Mail an stoffbilder@stoff4u.de. Wenn euer Beitrag den Teilnahmebedingungen entspricht, steht der Veröffentlichung bald nichts mehr im Wege. Doch, jetzt habt ihr die Wahl. Schreibt ihr nur einen kurzen Text dazu? Dann ist euch ein 5€ Einkaufsgutschein von Stoff4U sicher. Oder beschreibt ihr ausführlich, wie ihr genäht habt, worauf ihr achten musstet und so weiter. Dann könnt ihr sogar einen 8€ Gutschein abstauben. Danach hängt ihr noch das Bild an die Mail an und fertig. Stoff4U wird das Bild samt Text innerhalb der nächsten Tage veröffentlichen. Den Gutscheincode erhaltet ihr per Mail kurz darauf. Unter stoff4u.de/machmit könnt ihr dann alle Beiträge begutachten. Der Link ist ebenfalls unten auf der Stoff4U-Seite zu finden. Hier findet ihr auch nochmal die Teilnahmebedingungen. Andere User können nun euren Beitrag bewerten und kommentieren. Ganz wichtig, schreibt bitte immer dazu, welche Stoffe ihr benutzt habt, damit andere Kunden sich inspirieren lassen können. Doch das ist nicht alles. Monatlich werden per Los die Gewinner gezogen. Den dritten Platz erwartet ein 25€ Gutschein von Stoff4U, den zweitplatzierten 50€ und der glückliche Gewinner darf sich über einen 100€ Gutschein freuen. Ihr seht, es lohnt sich also mitzumachen. Traut euch! Das war's! Bis zum nächsten Mal! Euer Zwirni!